Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Die Sportlehrer. Heute geht es um Stabilisationsübungen bzw. dynamischen Übungen aus der Plank-Position. Wir haben das Ganze in ein Tabata-Programm eingebaut. Das bedeutet, dass wir 8 Übungen haben. Jede Übung geht 20 Sekunden mit 10 Sekunden Pause. Dann kommen wir insgesamt auf eine Trainingsdauer von 4 Minuten. Führt die Übungen langsam aus, so dass ihr sie korrekt ausführen könnt, die Geschwindigkeit und die Wiederholungszahlen, das gibt sich dann im Laufe der Zeit. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Erfolg und auf geht's. Okay, wenn ihr soweit seid, dann starten wir. 8 Übungen aus einer stabilen Plank-Position raus, 4 Minuten, das kriegen wir hin. Viel Erfolg und Durchhaltevermögen. The time for talking is done. Get your butt up and get moving. 3, 2, 1. We'll be right back.
Und das war's auch schon wieder. Es geht relativ schnell rum, diese 4 Minuten. Gerade wenn man auch so in diesem Flow, in diesem Bewegungsflow drin ist. Wiederholt das Ganze entsprechend eurem Trainingsplan oder baut es auch mal zwischendurch ein. Stabilisationsübungen sind immer gut für die Kraftausdauer und natürlich auch für das ganze Körperempfinden. In diesem Sinne wünschen wir euch weiterhin gutes Training, viel Erfolg und dann sehen wir uns wieder bei einem neuen Video von Die Sportlehrer. Bis dahin, ciao!